euch wieder. Alles kommt auf eins zurück. Alet wird aus Hack immer. Tag, sag mal guten Tag. Jetzt kommt Arne mit irgendeinem schwulen Indie-Kack. Nein, das gehört nicht zu dem Lied. Weil ich gerne Hack esse. So, wieso sind das Skelette? Können wir mal ein bisschen produktiv sein, weil die nicht verbrennen, weil sie irgendwo drunter stehen. Wollen wir mal ein bisschen produktiv sein? Fände ich irgendwie ziemlich produktiv. Nein. Ich auch. Und zwar folgendes. Benjamin? Ja. Guck mal. Hi. Und zwar folgendes. Benjamin, ich muss... Oh. Nein, ich spiele diese Scheiß... Okay, diese folgendes. Gib mal her die Zaun. Ganz viel. Alle? Dari, bring dich bitte nicht um. Nein, ich... Nein, kein Kobbel. Wir brauchen dich noch. Ich spiele. Ach, guck mal. Das sieht fabelhaft aus. Ja, ist es auch. Ich habe Sprengpulver. Haben wir irgendwo Glas noch? Ja. Ich habe die Frage, glaube ich, schon mal gestellt, aber ich habe es wieder vergessen. Haben wir. Schau die Kisten durch. Bam. Hey. Okay, folgendes. Hier in der Mitte kommt ein Monitor rein. Ja? Yep. Dahinter kommt zum Ansteuern ein Computer mit Wireless Redstone. Yep. Also Rednet? Rednet, ja. Mit Rednet? Ja, Rednet kann ich nur noch nicht, das musstest du dann machen. Ja. Den Computer ansteuern. Das ist so eine, Alter, das wird richtig abnormal. So. Und dann kommt hier oben machen wir einen Doppelmonitor oder einen Dreifachmonitor, dass hier auch die nächsten Züge. Ja, dann machen wir einen Dreifach. Wenn die Züge ganz schön harte Grafik. Warte, der Monitor muss ja in der Höhe sein, wo die Zäune gerade sind. Sollten, ich weiß es nicht. Fändest du besser einen? Gib mal zwei höher, zwei Zäune. Verdammt. Oder runter mit dir. So, die U-Bahn kommt auf Höhe, sagen wir, Höhe 30. Nee, das ist zu tief, oder? Nee, dann das passt Höhe. Schon. Das passt schon, wenn man sagt, man muss ja auch noch überall seine Keller runterbauen können und sowas. Warte mal, guck mal Höhe 60 vielleicht. Tobi, genau hier, so wird der Monitor dastehen. Das ist eine gute Idee. So, wo kommt der PC hin, der den ansteuert? Doppelmonitor. Hier hinter, irgendwo. Okay. Und dann muss hier, guck hier, an dem Block muss so ein relativ großes U stehen, ja? Ja, in blau. Und dann irgendwie daneben noch eine Zahl oder so, fände ich. Mhm. Ja? Oder halt irgendwas, ja? Und dann stehen halt dann die nächsten Züge noch dabei. Aber ein riesiges U muss auf jeden Fall dastehen. Ja, kann ich programmieren. Wisst ihr, was super fertig ist? Dann hau dir mal, aber keine Advanced bitte, also nur einen normalen Monitor. Aber dann kann ich kein blaues U machen. Oh, Advanced Monitore. Dari hat auch gerade ein tolles U gemacht. Nimm doch sein U. Das ist aber auch nicht farbig. Stimmt. Dari muss sich kurz blau anmalen und dann nochmal U sagen. So, haben wir denn schon Gold? Ein M wollten wir nicht, wir wollten nur ein U. Haben wir Gold? Keine Ahnung. Ein bisschen. Haben wir wirklich? Tobi, komm mal mit. Haben wir Warte, Gold, ich kalkulatiere jetzt mal, wie viel Gold wir brauchen. Kalkulatiere, gut gedeutet. Guck mal da. Hä? Woher hast du denn das aus dahin gebracht? Das habe ich da hingebaut gerade. Ach so, schön. Tschüss. Willst du uns noch eine U-Bahn-Station bauen? Also hier irgendwo bei uns? Fertig. Ja, das ist ein 1x1-Loch, Sepp. Das ist die U-Bahn-Station. Da unten ist sogar was. Oh, ein unterirdischer See. Sepp, du hast einen Pfusch am Bau gemacht. Hab ich gar nicht. Nee, das bleibt so bitte, weil das ist ein richtig schöner unterirdischer See, finde ich. Ja, den kann man essen. Ja, genau, man kann Seen essen, die unterirdisch sind. Immer. Okay, Sepp, eine Frage. Ja? Wir sind hier auf Höhe 64, also können wir das nicht auf Höhe 60 bauen. Sagen wir mal, ich guck mal, wo die anderen so sind, sonst machen wir es auf Höhe 50 oder 45, ja? Ich würde es halt auf die Höhe 30 machen, wirklich. Würdest du wirklich? Ja, oder sogar noch tiefer. Höhe 30 hört sich gut an. Ich guck mal, wo die anderen so sind, ne? Auf welchen Höhen? So Flo und... Dude. Wir brauchen pro Station mindestens 71 Gold.
Nein. Tobi, soll ich dir ein Programm schreiben? Für 6. Das heißt nochmal wertvoll auf Englisch. Precious, glaube ich, oder? Kann ich auch. Oder ich sag expensive. Das ist expensive teuer, aber. Heißt teuer, ja. Ja, kann man Precious heißt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wieso? Was machst du, Arne? Ich bin dann gerade die. Warum machst du und das an der Stadt müssen wir auch noch U-Bahn machen. An der Stadt wird der größte U-Bahnhof. Also Stadtmitte in dem komischen. Really? Ja, okay. Ja. Das ist Tobi, hast du eigentlich meinen Vorschlag gehört gerade? Ja, nee. Mit der Turtle? Ich wollte nämlich ein Programm schreiben, dass die Turtle die Gänge für die Dings aushebt. Und du kannst einstellen, wie lang und so weiter. Perfekt. Ja. Können wir machen. Mach mal. Perfekt. Und dass du dann vielleicht auch noch gleich die Wände aus irgendeinem Material baut oder so. Und das perfekter. Dass die Schienen. Jetzt platziert sie auch noch die Schienen, programmiert mir mein Programm. Dann fange ich an. Du bist für die Konnektivität zwischen den U-Bahnhöfen zuständig, Twist, wenn es für dich okay ist. Konnektivität, okay. Ja, das Was halt muss ich denn konnektivitieren? Und zwar. Wir machen eine U-Bahn-Linie, die keine Ahnung, von uns über die Stadt bis nach Mannheim. Nee, von uns über die Stadt. Wir machen eine U-Bahn-Linie, die geht von euch bis nach Twies, dann bin ich nämlich zufrieden und die darf ich kostenlos benutzen, ne? Nee. Nee, das nicht. Und zwar machen wir eine U-Bahn-Linie, die geht von uns zum Dorf, zur Stadt, zu Flo, ja? Mhm. Und dann noch eine. Weil sich auch eine U-Bahn von uns zum Dorf lohnt. Ja, warum nicht? Das soll sich ja nicht lohnen, das soll einfach nur Spaß machen. Okay. Also, und dann die nächste U-Bahn-Linie geht von Niklas und Tobi über das Dorf zur Stadt zu Simon. Jo. Und dann haben wir so 2 Umsteigepunkte. Dorf und Stadt. Mhm. Und dann, wenn noch mehr Leute in das Projekt kommen, dann können wir die ja auch noch Konnektivitäten. Okay, ich konnektiviere dann schon mal. Ich archiviere. Paraffiere. Das nummeriere, müssen wir nur noch die anderen fragen, ob das für die okay ist, wenn wir bei denen so eine U-Bahn-Station hinbauen. Und zwar die U-Bahn-Station, haben wir ja schon gesagt, kommt hier so hin. Aber dann muss es einen Gleis 9 3 Vierteln geben. Und die kommt auf Höhe 30, die U-Bahn, ne? Mhm. Alles per Klärchen. Ja, Höhe 30 ist tief. Das passiert, wenn man versucht, sein Mikro aufzupusten. Wieso auch immer ich das gerade getan habe. Warte, wie heißt es? Oh, Bitches, wenn ich es jetzt packe, dann mache ich einen Seitwärtssprung rückwärts. Oh, super, hier ist ein Cave. Seitwärtssprung rückwärts. Junge, hier ist ein Käfer für 30. Oh. So schön, ja, du musst ja durchbauen. Könntest du so geile Tunnel reinbauen. Geil. Leute, wir haben kein Gold. Recht. Ich kann meine Arbeit nicht fortsetzen. Ja, dann machen wir es erstmal schwarz-weiß. Also alles hat mal schwarz-weiß begonnen. Also erstmal mit normalen Monitoren. Die brauchen ja nur Stein und Redstone, also. Das Lustige ist gerade, ich bin gerade am Überlegen, wie genau ich das U und mache und warte mal. Ja, überleg. Tobi. Mach! Du hast eine. Aus welchem Material sollen die U-Bahnhöfe werden? Passen wir das immer an? Weil es gibt ja, es müssen ja nicht alle gleich sein. Unser wird aus Goldblöcken. Ja. Fahr mal. Okay. Turtle. Ab, zackig, farm Gold, nur Gold. Wenn du was anderes mitbringst, dann kriegst du Schläge. Kannst du halt echt machen. Wie? Nur, dass sie Gold macht und den anderen Scheiß soll sie wieder platzieren, oder wie? Den wirft sie einfach weg. Stimmt. Wie? Beziehungsweise sie lädt alles ab in ihrer Fotzenkiste und dort wird dann alles rausgesaugt und alles durch die, alles dann in Lavabecken. Ich hätte jetzt fast Voidpipe gesagt. I can do this.
all on my own. No, I know. I'm no Superman. So, Strecke hin. Anne, ich habe eine unknown theory. Research note. Was die hier? Ich hab's mir gekraftet. Mit Knowledge Fragment. Schön. Always you got a gesada. Maybe would you find your ways to fall while but all are zap above. Ich guck mal, was der Zap macht, weil ich nichts tun kann. Turtle turn left, turtle turn right, turtle dick up, turtle fake down. Bitches! Es kommt ohne Orbitalsatellit. Fuck, jetzt wissen alle, was ich spiele. Sepp! Es oh ist jetzt. Gott. Arma 3. Nein. Ja, total. Alter, bin ich gerade schlecht in Rechtschreibung. Sepp, das musst du auch mit einbauen. Unbedingt irgendwo in deinem Code musst du das mit einbauen. Was ist denn das? Shall Run Dance. Ja, hört sie auf einmal mit deinem anderen Programm auf und fängt an zu tanzen. Wie die Gegner einfach dicker am Liefen sind. Was ist mit euch? Oh Gott, Dari. Ich habe gerade zuerst gedacht, wie die anderen dick sind. Ja, Alter, ich hau hier gerade den Score meines Lebens raus. Das ist typisch Dari. Na gut, Score meines Lebens ist es jetzt nicht. Sepp, wann ist denn das Programm fertig? Das sollte dann irgendwann mal. Ich bin gerade schon. Das sind schon wieder unsere Öfen, ey. Unten, ne? Meine Fresse. Suchst du hier erstmal 10 Stunden nach den Öfen? Schwiss, schau mal. Hi. Hi. Mal, die Wand an. Hä, was? Ach, hi. Guck mal, Wand. Evil Mobs. Mob Drops. Lovely Mob Drops. And Food. Liebenswürdige Mob Drops und Food. Ors and Ingots. Passive Mobs sind das mögliche. Other expensive things. Diamond Ruby. All what Wieso hast du das in Englisch gemacht? Keine Ahnung, weil ich Lust auf hatte. Dirt and Sand and Gravel. Marabelle und Biersalt. Basalt, du Depp. I'm drinking ja, und Marabelle. Also dann, Leute, ich geh dann mal, gell? Hä? Na, was? Doch. Bis so. Dann morgen. So. Bis morgen. So. Okay. Gut, bis morgen, Dari. Wann kommst du morgen? Weiß ich noch nicht. Mal schauen, wenn ich fertig bin mit Arbeiten. Bis okay. Dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Schlaf gut und gute Nacht. Ja, auch. Ciao. Tschüss. Wood and Wood Products. Oh ja, den. Okay. Onion Slice. Okay, Leute, folgendes. Ups. Well. Benjamin, well. Willst du mal in meine U-Bahn-Station kommen? Ja, ich wollte jetzt eigentlich. Boah, ich war gerade unten bei Arne, um in den Ofen Steine zu packen. Jetzt gehe ich nochmal runter, weil ich Steine nicht in den Ofen gepackt habe, weil Arne wollte, dass ich seine Schilder lese. Hier, guck mal, das ist ein Ofen. Der kann was brennen. Also mach das auch. Alter, wie logisch. Jetzt steht gerade unten bei mir, dass Dari angefangen hat, Black Ops 2 zu zocken. Maybe we should find a way to fall in while. Ich komme jetzt. Alter, habe ich gerade das Wort in Englisch für Pflanzen vergessen? Plants. Habe ich gerade das Wort in Englisch für Pflanzen vergessen? Nee, ich habe nur so getan. Benjamin! Ich bin unterwegs. Schau meine U-Bahn-Station an. Schön. Danach der Fallschaden. Aua, die macht Fallschaden. Ja, guck. Wie hey, guck mal, du hast sogar Kohle drin. Ja, warte. Guck, hier ist eine Gleis nach Buxtehude. Rüdlertwies. Da ist im Übrigen das andere Gleis ist nach Pissen. Nach Pissen und das geht nach Katten. Ne? Ja, warte. Rubber gehört übrigens auch zu All Plans, weil das wird davon abgezogen. Klein Tipp, wie Gleise richtig geil werden oder Bahnhöfe. Du. Half-Slaps? Yep. Ich habe nur leider gerade keine Half-Slaps. Obere, aber oben, oder?
Eigentlich wollte ich die unten machen. Und dann so ein bisschen mehr vom Bahnhof, weil dann ist das so ungefähr auf Gleishöhe. Und so sieht es ja auch in einem U-Bahn, in der U-Bahn-Station direkt aus. Hier bist du ja direkt über Minecart. Und wenn du so hast, dann bist du fast auf Minecart. Und zwar, wir müssen zwei in die Richtung, ja? Also, guck mal, das hier ist die Linie, das ist die S2, ja? Die U2, die U2, ja? Die geht nach Niklas. Yep. Ja? Hier lang. In zwei Richtungen, also jeweils zwei Gleise. Hier zwei Gleise, einmal von Niklas weg, einmal zu Niklas hin. Und hier nochmal zwei Gleise, einmal von PGC weg und zu PGC hin. Hast du Holz? Warte, Tobi. Ich hab Holz, ja. Tobi. Hm? Hier stellt man mal eine Crafting-Beinstange. Kommt ein Gleis in die Mitte oder zwei am Rand? Zwei am Rand, würde ich sagen. Scheiße. Okay, da muss ich jetzt nochmal umprogrammieren. Wieso? Weil ich jetzt das mit einem Gleis in der Mitte gemacht habe. Oh, okay. Ja, das wäre gut. Kannst du da noch einstellen, dass irgendwie alle Poops Dings eine Powered Rail? Ja, das habe ich mit eingefügt schon. So, okay. Super. Aber alle Poops eine Power Rail. Damit der Poops wieder kräftiger wird, ne? Klar, Standard. So ist das, gell. Der Pups muss kräftiger werden, das weißt du doch. Manchmal. Aber nur manchmal. Scheiße! Mein Was Herz. Denn? Mein Herz. Tobi ist immer noch zu blöd für Creeper. Erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Immer wenn ich aus dem Haus rausgehe, schaue ich erstmal, ob irgendwo Creeper sind. Und dann geht's. Nee, sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Mit der kleinen Kurbel ganz nach oben. Da erscheint dann auch ein Pfeil. Da drücken sie dann drauf. Und schon geht deine Fotze auf. Yeah. Piep! Oh. Ist hier schon der Computercraft-Mod drin mit dem Wired Network? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schau mal, Warte. Nach Wire einfach. Wire. Ja, ist schon. Wireless Modem ist schon. Wo? Wireless Modem. Das ist natürlich, aber wired, also mit Kabeln. Ach so, Ist, glaube ich, nicht drin. Das ist ein Trans. Nee, ist nicht drin. Doch, warte. Ist das drin. Heißt einfach nur Wire. Ist drin. Es ist auf jeden Fall der Wireless Transreceiver ist drin und den brauchst du für schon. Der Wireless Transmitter ist drin. Ja, das ist ein anderer Mod. Aber das ist genau das gleiche. Das ist Redstone, nicht wahr? Redstone über Distanzen. Meint ihr doch, oder? Nee, wir meinen wirklich. Über meinen Computer. Und zwar nicht über Distanz, sondern per Kabel. Wire, ohne Less. Alter. Red Power, ja, der ist drin. Was? Wir meinen nicht Red Power, wir meinen Computercraft. Das gehört zu Computercraft. Computercraft, dann habe ich noch nie was gehört. Und dann kiffen gehen. So eine. Wir wollen erstmal alle schielen und dann deine Mutter killen. Und ich brauche jetzt ein bisschen Glas. Tobi? Nein, ich will nicht sterben. Creeper, keine. Nein. Creepers mein dir. Alter. Könnt ihr aufhören, mich zu hauen, bitte? Bisschen. Boah, ich hätte dich fast gehauen, Arne. Ja, ist ein Creeper. Ein Creeper. Ein böser Creeper. Arne, mach den Creeper weg. Sie lachten mich aus. Doch dann ging's hoch hinaus. Aber jetzt fliegt er bis in den Himmel hinein. Das werdet ihr mir wohl verzeihen. Ich wusste es doch. Doch die Qualenfelder, jetzt weiß ich wieder von, woher das kam. Ich dachte nur gerade so. Junge, bitte. Woher kenne ich das denn noch? Chillen wir mal alle? Hier ist ein. Thanks. Das werdet ihr mir wohl verzeihen, ich wusste es doch. Doch deine Mutter. Arne, bin. Sorry, Arne. Schwer mich beschuldigt oder was, hä? Er beschert sich. 16. Tobi, kannst du mir mal Redstone geben? Ja. Nee, hab ich nicht. Dann hol es bitte. Hier schon. Guck mal, ich hab's gefunden. Geil.
Es ist wahr, es ist kein Traum. Hilfe, zu Hilfe, die Katze ist auf dem Baum. Ah, falsch herum. Hä, was? Die Katze ist auf dem Baum. Junge, ich habe Angst vor dem Kerl. Ich Ruschka. Ja, ich würde sagen, das gehört da rein. Ich bin ja fast ganz sicher. Tobi, bitte, bitte lass es. Du sollst jetzt nicht wieder die Kisten verunordnen. Ja, aber ich hab's richtig reingetan, Arne. Das ist gut. Ey, Benjamin, hör doch mal auf. So. Okay. Double down for. So. So, jetzt habe ich wieder eine Hacke. Nächstes brauche ich eine Axt. Können die Öfen mal schneller arbeiten? Ja, bitte. Immerhin werden sie nicht schlecht bezahlt. Wo ist denn Arnach? Da ist der. Ich stehe nur direkt vor dir, aber scheiß drauf. Hi. Du hast da einen Chunk-Loading-Fehler in deinem Gesicht. Naja. Er war Schmerz. Ey, ey, ey. Sepp, wie weit ist die Turtle? Nicht mehr lange. Hauptsache, er packt Sticks in die Marble-Kiste, das ist ja wunderbar. Gehört die da nicht hin? Nein. Oh. Und Wood, bitte, bitte, Tobi, bitte tu mir diesen Gefallen. Bitte, einmal. Pack nie wieder die Kisten an. Arne, ich weiß, wie ordentlich ich bin. Trotzdem. Eben das sind jetzt echt, nicht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind 10 Kisten insgesamt. Ist unseren U-Bahnhof? Diese Ordnung, die reicht locker aus, wenn da jeder mal... Benjamin, warum machst du hier offen? Weil da hinten das Gleis erweitert werden muss. Achso. Das ist echt nicht schwer, Tobi. Ja. Das wirst du ihm doch wohl verzeihen. Ich wusste es doch. Ja, Scheiße, das war bitte der. Bitte auf zu singen. Ja, danke. Das war nicht gesungen, das war geredet. Jo, nein. Deine Mutter war geredet, Alter. Ja, jo. Manchmal. Au. Hey, guck mal, hier ist ein Touchscreen. Ah, nee, ist er gar nicht. Ben? Aber ich könnte ihn touchable machen, ja? Machst du hier mal unten die U-Bahn fertig, wie du die dir vorstellst? Sie sind möglicherweise Opfer einer Softwarefälschung, das haut mich aus dem Spiel raus. Mich hat das auch immer rausgehauen, auch in Battlefield. Also Leute, installiert euer Windows nicht zu oft neu. Auch wenn es total kaputt ist und was weiß ich. Installiert euch lieber Linux. Mhm. Nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil sie es können. Ich brauche noch 2 Monitoren, dann bin ich sexy. Wenn ich noch 2 Monitoren kriege, dann bin ich geil. Das ist ein schönes Wort, ein schönes Lied. Mache ich bald in Synthesia. Der ist immer noch der Creeper, den habe ich vorhin schon mal ins Gesicht geflogen. Den habe ich vorhin schon mal ins Gesicht geflogen. Das hat er nicht gemerkt. Alter, wieso ist mein Jetpack schon wieder leer? Ich glaub das nicht, ich benutze das doch nur die ganze Zeit. Nein! Na, woher kommt das bloß? Scheiße. Tobi, scheiße, das ist alles scheiße. Wieso? Weil sich die Computer nicht mit den Zäunen verbinden. Gesundheit. Mit den Zäunen verbinden und deshalb schwebt jetzt der Monitor da also Kacke in der Luft. Oh, das ist doch nicht schlimm. Oh, das sieht Junge, schön aus. Scheiße aus. Weißt du, was ich schlimm finde? Nö. Den Bruder. Nein, Schwan. Das ist doch... Ja, das sieht wahrscheinlich auch scheiße aus, aber warte, wir müssen mal den Computer ja verkleiden. Mach da lieber Holzblöcke. Wood? Blocks? Ey, was aus dem Computer? Bitte mach da noch ein Passwort rein, ne? Dass man da nicht einfach raus kann aus dem Programm. Ja. Das soll man zwar terminieren können, aber dass, wenn man dann die Computerwerte benutzen will, irgendwie, dass man ein Passwort eingeben muss. Mhm. Also bei Shutdown bin ich Nico. Hey. Nee. Bevor Shutdown macht, bevor er Shutdown macht, ein Passwort, damit er Shutdown. Auch. Shutdown vor allem.
Ja, natürlich Standard. Kennst du nicht? Ja. Wo hast du die Working Bench hingemacht? Unten, danke. Okay. Bitte, ihr baut den wirklich nicht aus Cobblestone, oder? Was denn? Das ist der U-Bahnhof. Zurzeit, ja. Arne. Und wieso baut er den aus Cobblestone? Der wird nicht aus Cobblestone gebaut, das ist jetzt nur so mal so, wie er aussehen sollte, wird noch wahrscheinlich alles. Bei Tobi ist. Ja, der wird schön verschönert, das will ich aber hoffen. Was bist du da? Ich hab grad getrunken und dann habe ich mich ein bisschen verschluckt. Okay. Und hab noch weiterhin getrunken. Alter. Ah. Es ist natürlich geil, wenn ich mir den Punkt nur denke und nicht eintippe. So. Da, nein. Blaze Powder gehört übrigens, Dinge, die aus dem Nether kommen, auch wenn es Mob Drops sind, kommen in die Nether-Kiste und nicht in die Mob Drop-Kiste. Mein Gott, ich habe so lange kein Lua mehr programmiert. Wo ist denn hier der Fehler? Ben, komm mal gerade her. Jo. Darf ich nicht kommen? Ja doch, du darfst von mir aus auch kommen, aber... Ich komme jetzt aber nicht. So, jetzt wird nochmal ganz Tobi, schnell... Tobi, ich kann dir nicht versprechen, dass ich das Programm jetzt schaffe. Gespeed auf Klo gegangen. Und 3, 2, 1. Der Tobi unterhält dich jetzt. Hallo, ich bin der Tobi. Ich mag Kekse. Und Lamas. Seit wann sprechen wir unsere Ponys. Zuschauer? Seit wann duzen wir unsere Zuschauer? Schon immer. Wir siezen doch unsere Zuschauer nicht. Hallo, sind wir schwul? Tobi, wie geht es Ihnen heute? Guck mal, in die Turtle. Ja? Hier in der Zeile ist irgendwo ein Fehler drin. Wer ist denn der Fehler? Then expected. Checken? Was? Soll da der checken? Dann, dass dein then fehlt, aber da steht ja eins. Soll der vielleicht checken, ob das ist und nicht Ach so, ja. 10 setzen? Ja, das habe ich. Ups, dann muss das hier auch nochmal. Gut, dass du mich zurückgeholt hast, dann kann ich kurz mein Jetpack aufladen. Das ist nämlich ein klein wenig leer. Boah, Regen. Habe ich mir auch gerade gedacht. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. 1, 2, 3. Das ist mein Ziel. Es ist wahr, es ist kein Traum. Wieso habe ich Cinnabar-Ohr im Inventar? 5, 6. Hä? Was ist denn eine Wireless Map, bitte? 7. Sperrst du bitte zu, Arne? 8. Entschuldigung. So wieder da, meine lieben Freunde. Oh mein Gott. Irgendwie macht die Aufnahme gerade richtig Spaß, finde ich. Ja. Weil wir haben endlich wieder Ziele gefunden, die wir machen. Und wir sind echt vorangekommen jetzt. Ja. Wir sind übrigens immer noch in der gleichen Aufnahme, ist das schon wie vor 2 Stunden. Ja, wir haben jetzt bestimmt schon 3 Stunden aufgenommen. Ja. Oha. Nein. Ach, guck mal an, das war hier. Stefan war das. Hä? Ich gehe mal davon aus, dass Stefan im gleichen Clan ist wie Dari. Ist er, ja. Weil der heißt jetzt auch INC